Deutsche Bahn ist jetzt bei der Starlines Intermodalitätspartner, aber was sind die Vorteile für uns als Vielflieger? Scandinavian Airlines hat einen Streik und kämpft ums Überleben. Des Weiteren haben wir für euch heute auch einen Deal, und zwar von der Dearzone mit der Lufthansa nach Dubai. Wohin denn sonst? Aber diesmal von woanders. Ganz genau. Mein Name ist Lars. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Auch in den turbulenten Zeiten heute bei der Scandinavian Airlines oder aber auch bei der Bahn, wo ein neues Zeitalter eingeläutet worden ist, denkt daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und ganz, ganz wichtig, kommentieren und ein Like dazulassen. Danke, dass ihr gestern die Sendung so viel geschaut habt. Das ist eine der besten Sendungen, wenn ich mir das so anschaue, die hochgegangen ist. Danke für eure Unterstützung. Die Deutsche Bahn AG fährt künftig auch Gäste der Star Alliance. So ist es gekommen. Die Pressemitteilung der Deutschen Bahn AG ist dahingehend ja nicht von Superlativen, ich sag jetzt mal, verschont geblieben. Wurde ja auch gegendert, in einigen Foren oder in einigen Beiträgen wurde das negativ bewertet. Ich persönlich, ich lese drüber hinweg. Aber nichtsdestotrotz, was passiert jetzt? Normalerweise dauert das mehrere Monate und fast über ein Jahr, wenn wir uns das angucken mit Oman Air, bis die bei der Oneworld drin sind, das dauert ja auch über ein Jahr bei der Bahn, nur bis zum 1. August. Man hat da sehr viel Vorarbeit geleistet. Aber jetzt kommt das Thema. Warum ist das bei der Bahn so schnell? Weil die Leistungen eigentlich gar nicht so viele sind. Ich lasse euch das einfach mal kurz inhalieren, was die Pressemitteilung als konkrete Vorteile genannt hat, ohne aber dann ins Detail zu gehen. Also das heißt, man kann ein kombiniertes Ticket mit einer Fluggesellschaft, also jeder Starlines-Gesellschaft, für Hin- und Rückflug kaufen. Mit Sitzplatzreservierung, ganz genau. Wichtig ist aber davor, dass man natürlich die Bordkarten für den Flug bekommt, aber auch für die Bahn. Ja, ganz genau. Dann integrierte ICE-Fahrten, gibt es halt wesentlich mehr Auswahl. Ich selber sehe das, wenn ich zum Beispiel nach Aachen will oder irgendwo anders hin. Teilweise gibt es nur bestimmte ICEs, die man nutzen kann. Die Kunden kommen zudem noch in den Genuss einer beschleunigten Gepäckabfertigung. Weitere Service im Area-Check-In-Bereich am Frankfurter Flughafen. Bei allen Buchungen von kombinierten Zug- und Flugreisen über Lufthansa Expressrail oder auch bei den Mitgliedsfluggesellschaften, die bei der Starlines sind, können natürlich die Kunden die Zugfahrten Punkte meilen für den jeweiligen Vielflieger pro Airlines suchen, darüber sammeln, darüber hinaus erhalten Business- und First-Class-Kunden von Mitgliedsfluggesellschaften der Starlines mit einem LH Express Rail-Ticket zusätzliche Vorteile wie Zugang zu den DB-Lounges. So, jetzt lasst uns das einfach mal angucken. Ist das was anderes, als was man bei der Lufthansa im Moment macht? Ich glaube es nicht. Also, ich finde persönlich, ich bin enttäuscht, was da jetzt rausgekommen ist. Natürlich ist das so, dass es sich nicht um ein Vollmitglied handelt. Es ist ein sogenanntes Intermodalmitglied, wie ihr auch gestern auf dem Thumbnail gesehen habt, wie es auch auf dem Zug drauf stand. Und das ist halt wirklich in den Buchungen der Fluggesellschaften mit reingenommen werden. Aber das ist ja im Prinzip Rail and Fly. Ich weiß jetzt gar nicht, was da der Unterschied ist. Emirates hat das doch auch. Also ich verstehe jetzt einen großen Quatsch nicht. Die Partnerschaft, ob sie Sinn macht, ja, sie macht natürlich Sinn, weil natürlich für gewisse Städteverbindungen ein Zug ab Frankfurt oder ab München natürlich super cool ist. München weiß ich, ja, ja, scheiß Anbindung. Okay, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber grundsätzlich gilt halt einfach, dass man mehr Frequenzen hat. Es gibt natürlich Städte, die mit dem ICE von Frankfurt aus nicht prickelnd erreichbar sind. Von München ist eigentlich keine Stadt gut erreichbar vom Flughafen per Zug. Und man muss dann halt wirklich abwarten, wie das mit den Lounges ist. Aber jetzt mal unter uns. Ist man als Platin dann irgendwie Starlines Gold oder gibt es dieses überhaupt oder ist das irgendwie in irgendeiner Art und Weise so, dass das dort angedacht ist? Also ich bin persönlich davon enttäuscht. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt es ja unten kommentieren und schreiben, ob ihr mehr erwartet hattet. Also ich persönlich finde am schlimmsten bei der ganzen Geschichte, dass wenn ich mit der Bahn-App buche, das heißt also zum Beispiel einen Trip von Hamburg nach Frankfurt, ich kriege keine Meilen. Ich kann also nur bei Bahn Bonus sammeln, aber nicht bei Lufthansa Miles & More oder bei einer anderen Star Alliance Gesellschaft,
egal mit welchem Faktor, aber grundsätzlich muss ich bei Bahn Bonus sammeln. Ich kann also nur bei der Star Alliance sammeln, wenn ich ein Ticket habe, was dort dann auch in irgendeiner Art und Weise mit einem Flug verbunden ist. Ich empfinde das jetzt nicht so als den großen Hammer, weil das ist schon so. Wir kriegen ja auch bei Lufthansa, wenn wir bei lufthansa.com einen Zug buchen, dann die Meilenpunkte und vor allem Statusmeilen. Schwierig. Also für mich ist es eine Enttäuschung. Ich hätte es als Hammer empfunden, wenn man da quasi wie eine Fluggesellschaft Bahnbonus mit dem Status reingebracht hätte. Aber warten wir bis 1. August. Vielleicht bin ich zu schnell, vielleicht bin ich auch zu ungeduldig. Aber das tut mir leid, so bin ich nun mal ungeduldig. Und ich möchte Meilenpunkte Status. Deshalb haben wir ja auch mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status. Also abonniert, damit wir im August, wenn das dann kommt, auch nicht verpasst, was da wirklich passieren soll. Wo viel passiert ist bei Flughäfen? Und zwar brauchen wir uns einfach nur Videos anzuschauen über Rekorde bei den Schlangen. 1,5 Kilometer in Köln, dann Düsseldorf waren, glaube ich, nur 400 Meter, aber dafür dann x Schlangen. Also ich weiß es nicht, was da alles ist. Aber irgendwie ist Amsterdam Schiphol im Prinzip der Spitzenreiter gefühlt. Und da muss man sich das einfach angucken. Natürlich in Europa, in USA, aber auch in Australien, überall ist es ein Problem. Aber Arvin George, der ist ein Professor an der Universität von Michigan für die Urologie, also für alle Männer eine ne? Aber nichtsdestotrotz, er hat versucht, nach Hause eine Reise zu beginnen. Und weil er eine Konferenz in Amsterdam hatte und dann hat er ein Video gemacht von der Schlange. Und dieses Video ist über 40 Sekunden lang. Ihr seht es ja selber. Man sieht halt wirklich, dass die Passagiere von diesen Zelten, die da aufgebaut worden sind, die da halt quasi als eine Art Sonnenschutz, Regenschutz oder sowas sind, dass das wirklich nicht ausreicht. Und er sagt, es sind wirklich nur 60% der Schlange, die mit diesen Zelten beglückt worden sind. Im Sommer ist das natürlich mit der Sonne richtig scheiße, in Anführungsstrichen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man da jetzt drauf reagieren soll, was man dazu sagen soll. Ich meine, Leute, wie viele Stunden hat denn das gedauert? Leider gibt es dazu keine Hinweise. Wenn man halt einfach sich das anguckt, hat man natürlich gesehen, dass Amsterdam Flughafen die Passagieranzahl auf 67.500 pro Tag gelevelt und dann gedeckelt hat. Und die KLM hat natürlich das große Kotzen. Warum? Ganz einfach, weil die nur 13.500 Sitze pro Tag durch die Kürzung oder beziehungsweise den Mangel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Security haben. Also insofern, wenn man sich diese chaotischen Szenen am Montag, Dienstag anguckt, hat man in Amsterdam natürlich die Hoffnung, dass vom 1. August 73.000 Passagiere abgearbeitet werden können. Und das ist natürlich insofern auch ein Riesenproblem. Und also ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ich finde es persönlich äußerst befremdlich. Schreibt einfach unten rein, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet und wie ihr die ganze Geschichte da seht. Also ich finde das äußerst irritierend. Was ich auch irritierend finde, ist der Pilotenstreik bei der SAS. Er ist in einmal natürlich irritierend. Warum? Ganz einfach, weil SAS selber schon von ihren Zahlen her eine Fluggesellschaft ist, die auf wackeligen Füßen steht. Sie sind ja in Turbulenzen, sie sind quasi im heißen Wasser, egal wie man die Analogie machen möchte. Es ist halt für die SAS eine Unzeit, dass da ein Streik ist. Der längere Flugstopp, der jetzt damit natürlich einhergeht, hat natürlich das Potenzial, die SAS in die Knie zu zwingen. 1000 Piloten und Pilotinnen in Schweden, Dänemark und Norwegen wollen halt wirklich jetzt die Arbeit niederlegen, haben es auch quasi gemacht. Und jetzt hat halt die SAS oder Scandinavian Airlines, SAS ist halt die Kurzform, hat halt jetzt da die Reißleine gezogen und hat auch Chapter 11 gezogen. Chapter 11 ist nicht so ganz im Deutschen vergleichbar mit einem mit dem, was wir hier haben, im Prinzip mit dieser Insolvenzschutzgeschichte. In den USA läuft das etwas anders. Aber die Piloten sehen sich von der SAS-Krise hinter die Fichte geführt, wenn man das so will.
SAS hat 2020 die Hälfte aller Stammpiloten mit einem verarbeiteten Recht auf Rückkehr entlassen, will aber von der Zusage nach Angaben der Pilotenvereinigung halt da keinen, also das nicht mehr machen. Ich verstehe das. Also das ist ein Riesenproblem. Aber man muss halt einfach sehen, dann, dass man da mit dem Streik natürlich dann vielleicht sich selber auch keinen Gefallen tut. Denn die Airline kann sich den einfach nicht leisten. Die Entscheidung, jetzt in den Streik zu treten, unterstreicht die rücksichtslose Vorgehen der Pilotengewerkschaft, sagt SAS-Chef Anko van der Werf. Manager will mit dem Programm SAS Forward die Kostenseite dauerhaft um 705 Millionen Euro pro Jahr entlasten. Diese milliardenschwere Kapitalmaßnahmen hat der SAS-Vorstand parallel die Sanierung der Finanzen in Angriff genommen. Aber pro Tag kostet alleine der Streik 10 Millionen Euro. Und Blomberg beziffert, dass die Südbank allein die unmittelbaren Kosten halt wirklich auf diese 10 Millionen runtergerechnet hat. Ich kann das gar nicht glauben. Und natürlich ist das so, dass wir als Passagiere bei einer SAS nicht wirklich buchen, weil wir einfach sagen, hey, zu unsicher, weiß, ob die Bude irgendwann den Sittich macht. Und um auf die Füße zu kommen, hat man, wie ich eben schon sagte, den Chapter 11 in den USA gestellt. Man begibt sich also in den Gläubigerschutz, die skandinavische Fluggesellschaft und einige auch ihrer Töchter, die sie haben, haben am 5. Juli, also quasi heute, Gläubigerschutz in New York gestellt. Diese freiwilligen Anträge sind dazu da, um halt eine Restrukturierung weiterzuführen. Das SAS-Forward-Programm ist halt wirklich da, um das zu machen. Man muss 9,5 Milliarden Schwedische Kronen, also die 880 oder 905 Millionen Euro, je nachdem, aufbringen, sagt SAS-Chef. Wir müssen Investoren dafür finden. Die schwedische und die norwegische Staat würden sich nicht beteiligen. Und der dänische Staat nur, wenn die Airline SAS-Forward umsetze und wenn es mindestens einen weiteren Investor gäbe, den größten Teil der Finanzierung stemmt. Das ist natürlich das Thema. Also in Chapter 11 läuft halt das Ganze wirklich weiter, wie es ist. Also das gilt dazu, dass man da halt ja sich auf die Beine stellen kann. Aber der Streik sei nicht der Grund für den Schritt, habe aber dafür gesorgt, dass man ihn früher gehe, als es ursprünglich geplant ist, so das Unternehmen. Man hat halt Angst vor dem Cash-out, dass man also keine Liquidität mehr hat. Analysten warnen auch davor, dass es da ein Prinzip halt wirklich auch einen wirklichen Bankrott gibt. Wenn man sich das anguckt, in 2019 war das ja auch bei British Airways so und auch diese Spannung, die zwischen den Piloten und den SAS Scandinavian Airline Management war, ist einfach manchmal auch vielleicht so eine Spirale, die sich dann selber dreht. Und da muss man halt einfach schauen, inwieweit man das eventuell kompensieren kann. Jakob Petersen, der ist der Vice President von der Equity Research von der dänischen Investmentbank Sydbank, sagt, dass das wirklich ein Worst-Case-Szenario ist. Und man sagt auch, dass die SAS sowieso einfach zu viele Schulden hat, zu hohe Kosten hat und nicht wettbewerbsfähig ist. Und damit fliegen sie wirklich direkt in den Bankrott rein. Schwierige Sache. Und wenn ich mir das dann weiter angucke, ist das natürlich auch ein anderes Thema. Wenn die halt einfach sagen, dass sie da bei den bei dem Chapter 11 das nicht gemacht haben wegen den Piloten, sondern nur früher, dann ist die Frage, ob dieses Chapter 11 überhaupt eine Konstruktion ist, die Sinn macht oder nicht. Warum? Ganz einfach. Die SAS, und das sage ich schon seit vielen, vielen Jahren, SAS ist pleite. Die fragen ja bei der Lufthansa im gefühlten Stundentakt an, wollt ihr nicht kaufen? Und die Lufthansa nimmt es natürlich nicht, weil mit Dänemark, Schweden und Norwegen, wobei Schweden und Dänemark ja einen ähnlichen Anteil haben, 20 irgendwas Prozent, habt jetzt die ganz genaue Zahl nicht im Kopf, die machen Schwierigkeiten und dann die Gewerkschaften und es ist halt wirklich sehr, sehr einschläfernd, wenn man das so sagen will, dass man jetzt wieder dieses Chapter 11 zieht. Warum? Es gibt Fluggesellschaften, die dieses nicht gemacht haben und dadurch einen Wettbewerbsnachteil haben. Die machen Chapter 11 natürlich, um andere Leute unter Druck zu setzen. Leasingfirmen, Schulden, aber auch uns Passagiere. Die haben zwar gesagt, dass man diese ganzen Sachen bedienen möchte, aber gilt das auch für die EU-261-2004-Regularien? Ich meine, was ist da los bei denen? Was ist denn das für ein Quatsch, was die machen? Also insofern ist es halt so, dass alle Forderungen, die vor dem 5. entstanden sind, einfach nicht bedient werden, zumindest nicht ohne da einen gewissen
mit der Sense durchzugehen. Alle Neuen, ja gut, das wollen sie honorieren, haben sie ja gesagt, weil sie wollen ja frisches Cash haben. Aber die Frage ist, ist das nicht ein Fass ohne Boden? Und sollte man solche Firmen, die einfach ein Fass ohne Boden sind, nicht einfach pleite gehen lassen? Ich habe heute noch von einem unserer Zuschauer die Nachricht bekommen, ja, er findet das so schade und so weiter und die sind sympathisch. Ja, SAS ist sympathisch, ich mag die, ich finde das Design geil, ich finde die Lounges geil, ich finde die Fluggesellschaft selber geil. Aber wenn sie halt einfach nicht nachhaltig sind, also geschäftlich nachhaltig, nicht ökologisch nachhaltig, sorry, you have to go. Dann gibt es halt neue Fluggesellschaften, die rauskommen und diese Lücke füllen. Ob das jetzt mit Eurowings der richtige Weg ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das bringt die natürlich unter Druck, um es mal so zu sagen. Um wieder den Blutdruck runterzubekommen, habe ich natürlich jetzt die Möglichkeit euch gegeben, damit ihr kommentieren könnt. Ja, schreibt unten, was ihr davon haltet, von meiner SAS-Geschichte. Wie ihr das seht, sagt ihr, Chapter 11 macht Sinn, macht Chapter 11 keinen Sinn? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, oh, was ein Quatsch, muss eine neue Fluggesellschaft kommen? Nochmal, ich bin nicht dafür, dass SAS pleite geht. Also nur damit wir kein Missverständnis haben. Ich finde die wirklich geil, aber wenn sie nicht nachhaltig sind, sorry, dann muss man sagen, bye bye. Wo man auch bye bye sagen muss, ist, wenn es einen geilen Deal gibt. Ja, ganz genau, für 1200 und ein bisschen 1300 Euro, also 2080 Euro kann man von Griechenland nach Dubai fliegen in der Business Class mit der Lufthansa als Return-Ticket. Das Ticket ist einfach ein Ticket in der Buchungsklasse P. Man findet die Flüge logischerweise auf lufthansa.com oder aber auch bei OTAs, also Online Travel Agencies. Ach, jetzt habe ich eigentlich auch für euch gar nicht das gemacht, wie ich das sonst immer mache. Where to credit? Mensch, das ist ja jetzt wieder eine Sache, die man so nicht machen darf. Where to credit, machen wir das sofort für euch hier live. Das ist ja mit, nehmen wir einfach mit der Lufthansa, dann in der Booking Class P, dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Und da gibt es natürlich von den Meilen her, mit dem Calculator, ich habe den Calculator nicht angemacht, jetzt wird das doch wieder. Also von Athen geht es dann weiter nach Frankfurt, Airline Lufthansa, zack, 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 Lufthansa und dann in der Buchungsklasse P. So ist das hier für euch, da mache ich das alles dann quasi live und jetzt haben wir es ausgerechnet, wo man es anzeigen lassen kann. Wenn ihr sammeln wollt, das Ganze bei der Lufthansa Miles & More, dann gibt es 3.759 Meilen für den einfachen Flug. Für Hin- und Rückflug wären das natürlich das Doppelte, plus natürlich die 1,5-fachen Meilen nicht vergessen. Wenn ihr das bei Eurobonus, wenn ihr mutig seid, gut schreiben lassen wollt, dann geht das natürlich auch. Da sind das nämlich 3.759 für die One-Way-Strecke. Wenn ihr das multipliziert mit 2, gibt aber keinen Bonus. Ganz wichtig muss man halt aufpassen, wenn man mit der Swiss fliegt. Da gibt es dann auch Probleme mit der P-Klasse. Aber ganz wichtig, 0 Meilen gibt es bei der South African, Äthiopien, Turkish, Aegean, TAP, Air New Zealand, EVA Airways und Asiana. So, das war die heutige Sendung mit dem kleinen Glitch am Ende mit der Meilen, weil ich mich so über SAS aufgeregt habe. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Danke, dass ihr uns abonniert. Danke, dass ihr uns zuschaut. Danke, dass ihr uns unterstützt. Danke, dass ihr zum Stammtisch kommt am 21. Juli in Berlin, am 22. Juli in München. Unten einfach kommentieren, abonnieren, Glocke an, liken. Ach, ihr kennt das Spiel. Danke, dass ihr es tut. Draußen ist ein Kind am Schreien. Ist für mich das Zeichen, die Sendung zu beenden. Also, danke, dass ihr heute hier wart. Bis morgen zu eurem täglichen Dosis von mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status und Aviation News. Bis dann. Ciao.